Ja, hallo zusammen. Ist mal wieder Sonntagmorgen und Zeit für ein Video. Ja, diesmal auch wieder auf Wunsch von Abonnenten. Ich finde es auch eine ganz sinnvolle Sache, nämlich das Thema Wasser. Das wird ein Dreiteiler werden. Ich hoffe, dass die Videos ein wenig kürzer werden. Ich tue mein Bestes, aber ja, ich verlabere mich halt immer wieder. Und zwar im ersten Teil geht es jetzt um die Grundlagen. Thema See. Ja. Ich habe da eine kleine Skizze schon mal vorgefertigt. Ich habe das vorher schon mal kurz gemalt, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Also man sieht schon direkt Wasser, Boot, Bäume. Ja. Ganz fix eine 5-Minuten-Zeichnung. Aber man kann eben erkennen, dass hier Reflexionen im See sind. Und wie man das jetzt hinkriegt, das versuche ich hier jetzt in aller Schnelle euch zu zeigen. Okay. Wie ich den Hintergrund mal und so, das denke ich mir, das ist für euch nicht so interessant, deswegen stoppe ich das Video, male es eben mal kurz vor und dann machen wir an der Stelle weiter. So, Skizze ist fertig, kein Kunstwerk, bitte da jetzt keine, nicht genau drauf gucken, es soll ja nur flott gehen. So, jetzt kommen wir zu den ganzen Basics, was man beachten sollte, wenn man Wasser malt, also wenn man See malt, wird irgendwelche Gegenstände, die sich im See reflektieren. Zuerst mal hat Wasser bekanntlich keine Farbe, das ist glasklar. Warum hat Wasser trotzdem eine Farbe, wenn ich es hier sehe? Es hat ja alle möglichen Farben, von braun, blau, grün, alle möglichen Farben. Das ist in der Regel eine Reflexion vom Himmel. Zum Teil sind es aber auch Teilchen, die im Wasser schweben, Schwebteilchen im Wasser, die dem eine Farbe geben, zum Teil auch Metallverbindungen. Es gibt diese kupferfarbenen Seen, das ist halt, wie der Name schon sagt, Kupferverbindungen, die dem die Farbe geben. Ich gehe jetzt einfach mal von einem normalen Wasser aus, wo ich sage, okay, das ist ein ganz normaler See, ganz normales Wasser. Und da habe ich in der Regel halt so, dass sich der Himmel drin reflektiert. Und jetzt ist die erste Regel, alles, was sich im Wasser reflektiert, also auch zum Beispiel hier die Büsche und die Bäume und so, das ist immer dunkler als der Gegenstand selber. Das heißt, das Wasser ist dunkler als der Himmel. Das heißt, wenn ich da jetzt Wasser male, ich nehme jetzt einfach Blau, ein ganz klein wenig Grün noch und ein bisschen mehr Blau, seht ihr jetzt nicht, das mache ich außerhalb von M. Ne, dann hätte ich jetzt hier eine dunklere Farbe. Ich mache jetzt hier mal einen Klecks drauf, dass man sieht. Also hier der Klecks, man sieht, der Klecks ist dunkler. Ja? So, dann empfehle ich, das Wasser in senkrechten Strichen aufzutragen. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil die Reflexionen auch in die Richtung gehen. Und das Gerippt ist, das Wasser gerippt ist, dass man so Ripples, ja, heißt es auf Deutsch, so Wellen drauf sieht. Das kriegen wir mit einem Trick dann wieder hin. Da muss ich ganz fix arbeiten. Ich habe nämlich heute eine ausnahmsweise mal einfach nur eine Malpappe genommen, weil ich gerade keine Leinwand da habe. So, ich kann es jetzt aber schon mal ein bisschen bearbeiten. Und zwar, wenn ich einen trockenen Pinsel nehme und quer drüber gehe, dann seht ihr, dass ich hier so Querstreifen reinkriege. Damit habe ich schon den ersten Schritt, dass es so ein bisschen wie Wasser aussieht. Ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera dran. Ja, seht ihr? Da sieht man jetzt ganz klar diese Querstreifen. Dazu muss die Farbe aber nur wirklich nass sein. Das Problem ist, dass der Karton relativ schnell aufsaugt und dass ich es deswegen jetzt nicht so toll hinkriege, wie ich es eigentlich machen möchte. Aber man kann es vom Prinzip her sehen. Ja? So, dann mache ich noch ein bisschen mehr Wasser. Bis zu meinem Boot möchte ich gehen, da ist nicht mehr Platz. Ob er jetzt, nehme ich mal ein ganz klein wenig Wasser in der Hoffnung, dass es ein bisschen besser geht. Ja, ist ein ganz klein wenig besser. So, man sieht jetzt immer nur den Pinselstrich, der nach unten geht, aber man sieht halt auch schon so die Andeutung der Wellen von rechts nach links. Also nicht feste drücken, sondern wirklich nur leicht so drüber gehen. Wenn ihr euch mal so Bob Ross Bob Ross Anleitungen anguckt, da werdet ihr das sehen, dass die das permanent so machen, aber die können das in Öl natürlich viel besser machen, in Acryl, weil das Öl bleibt ja wochenlang
flüssig und dann kann ich da ganz locker halt so drüber gehen und dann diese Strukturen erzeugen. In Acryl muss ich sehr schnell sein. Was ihr natürlich als Trick machen könnt, das könnt ihr jetzt hier auch mal machen. Ich kann hingehen und kann meine Leinwand vorher leicht feucht machen. Dann wieder meine Farbe auftragen. Das ist halt Möglichkeit Nummer 2. Das ist ein klein wenig stressig jetzt, weil jetzt muss ich meinen einzigen schönen großen Pinsel eben trocken machen. Und wenn ich jetzt drüber gehe, dann seht ihr, dass es noch viel extremer diese Strukturen gibt. Ja? Wobei ich finde, dass halt die senkrechten Strukturen bei so einem Gewässerten nicht so stark rauskommen. Ja, man sieht aber jetzt schon allein anhand dieser zwei Tricks, Striche nach unten, einmal quer drüber, das sieht aus wie, das sieht aus wie Wasser. Ja? So, also dunkler, senkrecht, quer. So, wie kriege ich denn jetzt die Reflexion hin? Also das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste. Und zwar, gut, also ich gehe jetzt einfach mal, mach's mal ein Beispiel. Ich nehme einen leicht feuchten Pinsel, nehme jetzt hier die dunkle Farbe. Also ich habe, wenn ihr mal schaut, die Uferlinie ist in der Regel dunkler. Ne? Und da gehe ich jetzt einfach hin und mache das Gleiche, was ich vorhin gemacht habe. Also, ups, das ist ein bisschen extrem. Hoppala. So. Nicht zu viel Farbe aufnehmen, sonst kriege ich einfach nur Kleckse. Und dann gehe ich mit der Farbe und ziehe die so nach unten weg und kriege damit ganz automatisch meine Reflexion. Ja? So, hier sind die Reflexionen jetzt heller, das sollen sie nicht sein, das sollen dunkler sein. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich jetzt mit Van Dyck Braun schon die Uferlinie gemalt habe und da. Mag jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig aussehen, aber ich zeige euch dann gleich einen Trick, wie das dann noch naturalistischer wird. So, jetzt müssen wir die Uferlinie nochmal nachziehen. Am besten macht er das dann mit einer sehr dunklen Farbe, fast schwarz. Jetzt seht ihr, jetzt kommt die Uferlinie wieder raus. So, und jetzt machen wir mal weiter mit diesem Pfosten. Da lernt er jetzt auch was. Die Reflexion ist genau wie im Spiegel. Das heißt, die Reflexion geht nicht in diese Richtung. Typischer Anfängerfehler, sondern wenn hier die Uferlinie ist, dann muss sie genauso weit rüber gehen. So, hier und dann geht der Winkel genau wie da. Das ist halt, das muss halt möglichst perfekt sein, das glaubwürdig ist. So. Und nicht einen Strich einfach malen, sondern das ist ja Wasser, das heißt, es könnte tupfen. Ja. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. So, ich male jetzt wieder an der Kamera vorbei, von daher so, könnte es tupfen. Und dann könnt ihr halt auch wieder hingehen und mit dem Pinsel das nochmal leicht verschlieren und dann seht ihr, das sieht schon wesentlich glaubwürdiger aus. Das gleiche mache ich jetzt mal hier mit dem Mast. Ja? Da kann ich sogar so Wellenlinien, leichte Wellenlinien imitieren. Ja? Auch hier kann ich wieder mit dem Pinsel leicht drüber gehen und sofort habe ich die Reflexion. Also, ne? Und ich lasse die Reflexion nicht hier angehen, weil hier ist das Boot. Das Boot, das machen wir jetzt als nächstes. Also ich habe gerade gesagt, die Reflexionen sind dunkler. Das heißt, hier wird es ein dunkles Orange wahrscheinlich sein. Mal gucken, die Farbe haut es einigermaßen hin. Ja? Unterm Bootsrumpf ist es sowieso dunkler. Deswegen habe ich ja vorher diesen dunklen Strich da am Boot unten gemacht. So. So, und dann soll es eben nicht exakt sein, sondern ich gehe hier mit so wackeligen, aber das ist jetzt Mist mit dem trockenen Untergrund. So, gehe hier da so. So rüber, ne? Und dann habe ich halt meine Reflexion von dem Boot. Jetzt mache ich das hier noch ein bisschen Schatten hier, damit es auch ein bisschen glaubwürdiger wirkt. Ja. So, das gleiche kann ich jetzt beim Baum noch machen. Ne? Ja. Dann kommen noch die Wunderbaum, wie nennt man das? Krone. Ja.
Also ihr könnt, je nachdem mit welchen Farben ihr arbeitet, natürlich hier den Platz freilassen und das nachträglich ausfüllen sozusagen. Ne? Also ich habe es jetzt, damit es schneller geht, halt alles blau gemacht. So, und jetzt seht ihr so, kriegt man das halt relativ gut hin. Ich kann wieder hingehen und kann das auch wieder leicht verwischen. So, und so kann man halt relativ schnell und einfach Reflexion erzeugen. Ne? So. Wenn man jetzt einen ganz dünnen Pinsel nimmt, den ich jetzt gerade mal eben fix hole, dann kann man das noch schöner machen. Das ist ein, wie nennt man das, Linierpinsel. Ja. Dann kann ich zum Beispiel so richtig, so mache ich hier einfach nur mal so einen Pfosten hin. Da sind noch so ein Pfosten. So. Man kann ja so hingehen und kann richtig so in Wellenlinien das so machen. Ne? Ja, machen wir nochmal ein. Und dann mache ich hier die Reflexion so in Wellenlinien. Ne? So, dann wirkt die Sache halt auch nochmal glaubwürdiger. Ein bisschen schön aussehen. Es ist ja allgemein bekannt, dass ich da nicht aufgebe. So. Okay. So. Gut. Was müsst ihr noch wissen? So. Bis hierhin kann man in jedem Fall schon sehen, es ist ein See, es sind Reflexionen, das mit dem Wasser haut auch einigermaßen hin. Jetzt kommt aber der ultimative letzte Schritt, um die ganze Sache dann wirklich schön hinzukriegen. Auch das eigentlich ein Trick wieder aus der Ölmalerei. Und zwar sind es die, diese kleinen Wellen, die auf der Wasseroberfläche sind. Die mache ich mit dem Malmesser, nach einer Technik, die ich auch in meinem Video Malmesser erkläre. Ich zeige es euch jetzt aber nochmal in aller Ruhe. Und dabei ist halt etwas zu beachten. Und zwar, das gilt jetzt vor allen Dingen, wenn ihr eine große Seefläche habt, wie wir sie hier haben. Je näher das Wasser zu mir ist, man muss sich ja vorstellen, das sind jetzt, was weiß ich, 50 Meter, ja, je näher das Wasser zu mir ist, desto weiter sind die Wellen auseinander. Je weiter weg, desto enger sind die Wellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier gleich meine Wellen auftragen werde mit einem Malmesser, dann sollten die hier eng beieinander liegen und nach vorne immer weiter auseinander. Und dadurch entsteht dann im Bild der Eindruck von Tiefe. So, ich zeige das jetzt mal einmal hier. Also dazu sollte übrigens das Bild dann trocken sein. So, ich nehme Weiß, nehme nur ein bisschen was von der Seefarbe, die ich nur übrig habe, weil ich es nicht ganz rein weiß haben möchte. Das kann ich nachher immer noch machen. Streiche das einmal aus. Jetzt habe ich hier so einen Plumpatsch auf dem Malmesser, das möchte ich nicht haben, sondern ich mache das Malmesser komplett sauber und gehe jetzt mit der Kante kurz rein und habe jetzt am Rand, das möchte ich nicht haben, aber am Rand so, so eine kleine Rolle von der Farbe. Ja. So, und jetzt gehe ich hin. Das ist jetzt sehr schwierig, weil ich habe jetzt überhaupt keinen Halt, aber ich probiere es jetzt einfach mal. So, und jetzt hier relativ eng und nach vorn immer weiter diese Wasserreflexion drauf. Und jetzt seht ihr schon, dass die, es ist einfach sofort viel, viel mehr wie Wasser aussieht. Ne? Wenn euch das zu hart ist, könnt ihr auch hingehen und könnt die leicht mit dem Finger verreiben. Ja, dann gibt es mehr so weiche Linien. Ja? Das kann man dann machen, wie man will. Ich führe es also nochmal vor. Also ich streiche meine Farbe aus, mache mein Malmesser sauber, gehe in die Farbe mit der Kante nochmal rein, dass ich so eine kleine Rolle kriege. Und so, dann kann ich so ein ganz lange machen oder so ein ganz kurze, das bleibt mir dann selber überlassen. In dem Fall hier sollten die halt ganz eng beieinander sein und auch kleiner. Von daher der Tipp, vorne anfangen, da habe ich nur viel Farbe, hinten habe ich, nach hinten hin erst zum Schluss, weil dann habe ich weniger Farbe. Ne? So, hier vorne, dann nehme ich jetzt mal reines Weiß, damit man das so ein bisschen besser nur sehen kann. Ne?
Dann gehe ich auch hier über den Schatten von dem Schiff nochmal drüber, damit es auch klar ist, dass es ein Schatten ist. Und dann ruhig drüber gehen ins Wasser rein. Das gleiche kann ich jetzt hier zum Beispiel im Baumstamm machen. Also das sind halt dann die Tricks. Wenn ich hier über einen Baumstamm drüber gehe, dann ist ganz klar, dass es eine Reflexion ist und nicht ein Baumstamm, der im Wasser schwimmt oder so. Und das gleiche hier ist jetzt nicht, ich gebe zu, das ist jetzt nicht genial geworden, weil ich jetzt einfach wieder wie immer versuche, ganz viel auf einmal zu machen. Ich versuche es nur einmal ein bisschen schöner hinzukriegen. Also wenn ihr meine Bilder anschaut, da habe ich dieses Wasserschloss, da habe ich diese Technik ja auch verwendet, da könnt ihr sehen, dass ich es tatsächlich kann. So, ne, dann gehe ich jetzt hier drüber. Da zählt er zum Beispiel über den Mast. Ne, dann gehe ich hier nochmal über die Krone drüber. So, ja. Jetzt habe ich die Abstände nicht mehr beachtet. Man sieht, dass es jetzt nicht mehr so glaubwürdig aussieht. Ich mache jetzt hier vorne einfach noch ein paar große. So. Und fertig ist mein. Sind meine Wasserreflexionen. Okay, also das war es kurz und knackig. Ja? Reflexion dunkler, Wasser senkrecht reinmalen, mit einem Pinsel ganz fix, wenn es Farbe trocken ist, drüber gehen, die Spiegelungen völlig symmetrisch machen und nicht durchzeichnen, sondern gewellt oder getupft. Ja? Dann, wenn man möchte, halt mit dem Pinsel nochmal leicht verstreichen. Und ganz zum Schluss, halt der letzte Schritt ist dann halt, diese Wellen halt aufzutragen, was für eine Farbe ihr hernehmt. Das ist auch immer davon abhängig, ob es ein Schatten ist oder nicht. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, hier ist dunkler, ja, dann kann ich hier natürlich noch eine dunklere Farbe anmixen und kann hier zum Beispiel auch dunkle Wellen auftragen. Ne? Sieht gleich ein bisschen anders aus. Also es ist ein bisschen fett geworden, aber vom Prinzip her, glaube ich, ist klar. Also hier habe ich jetzt einfach mehr Blau dazu gemischt und kriegt halt hier dann eben mehr so dunkle Wellen. Gut. Das war es in aller Kürze, in aller Schnelle. Ich hoffe, es hilft euch wieder ein Stück weiter und die nächsten zwei Teile werden sein Flüsse, Wasserfälle und der letzte Teil, der wird dann relativ lang werden wieder. Da geht es dann um das Meer. Okay, also viel Spaß beim Malen, bis zum nächsten Mal.